Und dann machen wir heute John Wick. Leute, ihr habt es euch wieder gewünscht. Ihr habt es auf das letzte Video geschrieben. Macht mal irgendwas mit Dönerprodukten. Deswegen haben wir uns gesagt, komm, wir suchen einen Laden raus, der teuer ist. Einer, der etwas billiger ist. Ja. Und machen dann teuer bis billig im Dönerladen. Genau. Die Kassenbeleger haben wir auch mitgenommen, damit wir euch immer zeigen können, wie groß der Preisunterschied ist. Wir haben wirklich einmal teuer einkauft, auch wirklich in gute Qualität. Yeah. Und einmal wirklich so ein Standarddöner. So, ja. Den halt jeder überall kriegt. Ja, aber ich glaube, da bei uns war noch günstiger, oder? Ja, es gab zum Beispiel da bei uns noch einen Döner für 2,50, weißt du, den haben wir zum Beispiel nicht genommen. Wir haben ein bisschen Niveau, haben wir, dass wir den nicht nehmen müssen, weißt du. Aber ich würde sagen, wir gehen rein, testen uns einmal durch. Vielleicht hat der auch wirklich der günstige Döner einen besseren Geschmack, weil wir wissen nicht. Ja, ne? Das stimmt auch. Der teurere muss ja nicht immer besser sein, Leute, ne? No, ich mache jetzt meine Augen zu, du kannst durchwischen und dann entscheide ich, okay? Okay. Ja, ich hab gemacht. Okay, wir tauschen einmal. Ja. Ich weiß wirklich nicht, wo was ist. Und dann würde ich sagen, wir müssen auch nicht aufessen. Ja, ja. 3, 2, 1, go! Du hast B für billig, ja, ich hab B für teuer. Ich dachte, du weißt, wo was ist und ich dachte, ich nehme mich auseinander mit Zwischen. Nein, das funktioniert bei dir nicht mehr. Ja, okay. So Leute, erstmal, die Größe ist schon mal ein Riesenunterschied. Ach voll, so riesig, doch. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja, das ist schon etwas größer. Darf ich mal kurz in die Hand nehmen? Ja, aber auf die Größe kommt es nicht an, ne? Ja, der ist auch ein bisschen schwerer. Der meint das ernst. So Leute, kein eigenes Brot beim teuren Döner, muss man schon mal sagen. Aber das ist lecker, das Brot. Jan, das ist eigenes Fleisch aus eigener Herstellung. Also wie viel hat der jetzt kosten? Der Döner lag bei 4,20 Euro. Okay. Was? 6 Euro kostet der? Der 4,20 Euro. Du meinst, der kostet 6 Euro? Ja. Genau. Aber Leute. 6 Euro für einen Döner ist schon teuer, ne? Schaut euch mal, der sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Der ist auch nicht überfüllt. Aber es hat eigenes Fleisch. Muss man ein bisschen der in die Tasche greifen. Meins sieht, glaube ich, aus wie ein Standarddöner einfach. 4,20 Euro ist auch eigentlich schon ein bisschen teuer für einen Döner, ne? Also nicht nur ein normaler Preis halt hier in NRW. Also, soll ich dir was sagen? Ja. Für 6 Euro erwartet du selbstgemachtes Brot, bin ich ehrlich. Ja. Für 5 geht noch, aber für 6? Für 6 Euro schon, ne? Also, das ist hier mein Döner, sieht so relativ standard aus. Sehr viel reingeklatscht. Keine Ahnung, was das für eine Soße ist. Ist aber auch Soße drauf? Ja, da ist Soße drauf. Ich glaube, Tzatziki. Beißt du mal rein. Alter, bei mir sind sogar. Kennt ihr diese grünen Paprikas? Selbst die sind da drin. Wie grüne Paprika? Ja. Ich sage euch eins: Für 6 Euro ist das eigentlich eine kleine Portion. Ihr seht, wie dünn der ist. Ganz ist dicker, aber der Geschmack ist wirklich brutal geil. Meiner schmeckt auch gut, ne? Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich passt nicht, aber Geschmack ist wirklich eine Bombe. Meiner auch, ey. Bei mir ist so ein bisschen zu viel Salat. Bei mir ist... Also, bei mir ist zu viel Salat, sondern dieses Salatsaft, weißt du, was ich meine? Man schmeckt mehr den Salatsaft als diesen Fleischgeschmack. Der schmeckt an sich geil, aber würden die diesen Salatsaft nicht so sehr drin haben, wäre der viel geiler. Und die Tzatziki-Soße. Ja, schmeckt auch. Bei dir sieht der voll flüssig aus, da kommt überall Soße raus. Der Tzatziki, der schmeckt auch nicht so lecker. Aber für einen Döner geht der für 4,20 Euro, würde ich jetzt für den aber nicht bezahlen, sagen wir mal so. Für 4,20 Euro kenne ich bessere, was heißt bessere Döner? Kenne ich Döner am Leben, die das auf jeden Fall besser gestalten, ne? Der Döner und die ist sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis oder nur wegen dem Döner? Nur wegen dem Döner jetzt. 9 von 10, na, das Brot hat mich auf 8 von 10. Und vom Preis? Preis-Leistungs 7 von 10. Weil es ist halt ein bisschen teuer, Mann. 6 Euro für einen Döner, ich weiß nicht, wer von euch 6 Euro für einen Döner zahlt. Finde ich ein bisschen viel. So, diesmal mache ich meine Augen zu und Jambik entscheidet. Also ich werde gar nichts, wenn dann wechsle ich hier was an den Boxen. Aber ob man das macht, weiß ich ja auch nicht, deswegen. Ich muss so die Kärtchen einmal. Wo sind die Kärtchen denn noch hier? So. Ey. Mach deine Augen auf und such dir was aus. Ich nehme den. Ich weiß wirklich nicht, wo was ist. Das sagst du jedes Mal, aber ich hab's wieder vergessen, ich hab ein Kurzergebnis. Okay. 3, 2, in der Biologie nennt man das Ultra-Kurzergebnis. Als Maulet, 3, 2, 1, go! Ich hab billig diesmal! Leute, Pommdöner ist was komisches. Als Kind habe ich sehr oft, also als ich noch viel jünger war, so vor 3, 4 Jahren, habe ich viel oft Pommdöner gegessen, ne? Ja, John, soll ich rate mal, wie teuer der Preis ist? 5 Euro, wenn du schon so sagst. 6,50 Euro. Für einen da Pommdöner. Kriegst du schon Döner an manchen Stellen, ne? Da kriegst du einen. Der muss gut sein. Der muss gut sein. Hier habe ich 3,40 Euro nur. Das ist voll gut. Also für den 3,40 Euro gegen. Leute, das ist doppelter Preis. Das ist meine Pommes. Okay, das Fleisch. Das Problem ist, das Fleisch ist zu klein gehackt gefüllt. Siehst du es? Du isst halt selbst immer das Fleisch. Ich esse auch nicht viel, Leute, weil wir haben ein paar Runden vor uns. Ich beiß mal rein. So sieht es bei mir aus. Also, guck mal, man sieht, dieses Fleisch ist sehr klein. Keine Ahnung, wie man das mit einer normalen Gabel eigentlich essen soll. Aber der ist auch gut gefüllt, ne? Cocktail und Tzatziki. Das Fleisch ist halt wirklich gut. Hast du gar keine Soßen? Nee. Also, das Fleisch ist wirklich gut, ne?
Bei das mir. Ding ist? Das ist halt dieses normale Fleisch, was ihr habt. Ich kann euch das gerade nicht sagen, weil es voll mit Soße ist. Aber eine Mischung. Die meisten Leute kennen vor den Cocktail gar nicht. Es gibt gar keinen Cocktail, den meisten so. Hä? Es gibt Kräutersoße und so. Viele wissen gar nicht, was Cocktailsoße ist. Ist das Kräutersoße jetzt? Mhm. Wie das meinst du? Cocktail Tzatziki. Komm mal zu den Pommes. Bei mir sind halt nicht so. Ey, das mag ich nicht bei den Pommes. Wenn oben nur Fleisch ist und dann unten nur Pommes. Das haben die hier gemacht. Weißt du, was ich meine? Schau mal, der geht voll fit. Ah, 3,40 Euro für GZ dafür zahlen. Bei mir schmeckt der, aber Ari, guck mal, das hasse ich bei einem Pommes-Döner. Wenn oben nur Fleisch ist und unten nur die Pommes, weißt du, was ich meine? Das, so macht man nicht einen Pommes-Döner, ganz ehrlich. Und bei mir, ich habe jetzt zwei Gabeln genommen, mein Döner, Pommes-Döner ist fast fertig, ne? Das Ding ist, guck mal, ja, bei mir sind die Pommes wirklich ganz, ganz unten, Leute. Guck mal, wie tief ich jetzt gegangen bin, um meine Pommes rauszuholen. Ist ja gut, weil du viel Fleisch dafür hast. Ja, aber ich habe früher immer Pommes-Döner gegessen, keine Ahnung, ob du es weißt, weil... Nein, Leute, das ist halt nicht Dönerbox. Nein. Ja, Dönerbox, für die, die ich jetzt trigger, ja, ganz ehrlich, wenn man das Dönerbox ist, dann muss man den Döner auch Dönertasche nennen, jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Ne? Auf jeden Fall habe ich als Kind immer Pommes-Döner gegessen, weil als oha. Ich sag mal, bei mir ist kaum was drin. Der kostet zwar nur 3,40 Euro, aber meiner ist schon leer. Also für einen Pommes-Döner wird man als Kind satt, aber in unserem Alter wird man mit einem Pommes-Döner auf nicht jeden Fall nicht satt. Nicht mit so einem. Ja, so einem aber auch satt. Nein. Also Frauen werden, glaube ich, schneller satt als Männer, weil wir müssen auch weniger Kalorien für sich nehmen. Du Antifeminist. Hä? Nee, doch nicht. Ich glaube, eine Frau wird davon satt werden, aber ein Mann nicht. Er ist doch so, Frauen essen immer weniger und die brauchen auch weniger Kalorien. Das schmeckt ja gut, aber... Also der schmeckt gut, das Fleisch ist lecker gemacht, nur zu klein. Wirklich zu klein und man sieht es sich. Da können die ja nichts für eigentlich. Okay, next round. Good luck, Cem Vic macht wieder die Augen zu und ich misch das durch. So, der Dürüm ist größer, bei beiden größer als der Teller, ne? Soll ich gucken? Ja. Ist das überhaupt ein Dürüm? Ich denke mal schon, ne? Ja. Ich nehme, boah, deiner sieht besser aus. Ja. Ich nehme mal den. Ja. Und ich nehme den. So, du pläst mich immer, wie ne? Soll ich auch? Ja. Drei, ich mache Meinung. Eins, ich mache meine umgekehrte Psychologie. Ich habe sogar die Kärtchen so getan, als ob ich die getauscht hätte. Das juckt mich. Ich denke mir nur, was wird Jan in dieser Situation machen? Warte mal. Was denn? Ist das nicht teuer? Der sieht aber auf jeden Fall teurer aus. Ja, ich glaube, das ist der teure. Warte, ich erkenne es. Weißt du, woran ich erkennen werde? Am Fleisch jetzt, guck. Ich glaube, du hast... Das ist teuer, ne, das ist teuer. Ja? Und, ach nein, selbstgemachtes Brot. Warte, erstmal wieder zur Preisfrage, ne? Der Düdüm, 4,50 Euro nur. Der kostet... Was? 7 Euro, Jan, hier, guck. Laberst du um 7 Euro. Das kostet meiner? Falls ihr denkt, dass ich laber, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sieht. 7 Euro. Der hier kostet... Das ist immer noch auch die Rechnung. Der hier ist Dings 4,50 Euro da unten. Ja, okay. 4,50 Euro ist gut für den Dürüm. Der ist auch noch ein bisschen größer. Weil da ist so viel Tomate rum. Leute, bei dir ist auch selbstgemachtes Brot, was? Ja, woran erkennst du das? Hör, man erkennt das, ich erkenne das. Leute, aber das Fleisch hat jeder riesen Unterschied, ne, der preisgebende Unterschied. Mal gucken, ob der passt. Ein Dürüm-Döner schmeckt immer gut, ich glaube. Boah. Weißt du, wann nur ein dürres Brot nicht schmeckt, wenn das Brot, wenn der Teig zu zäh ist, weißt du, was ich meine? Das hätte in der ersten Runde auch teuer, ne? Hat es mir ja nicht so krass geschmeckt wegen dem Brot, ne? Jetzt mit selbstgemachtem Brot, ne? Um Welten besser. Ja? Ey, meiner schmeckt auch so geil, Abi, ne? Ich glaube, dass es billig ist, ne? Schmeckt der extrem gut. Ist das alles drin, auch alles an Gemüse, ne? Ich hab gefühlt nur Salat und Fleisch und Tzatziki oder Kräuter, so, keine Ahnung, was das ist. Johns ist auch noch mehr gefüllt als meine, aber ganz ehrlich, Qualität statt Quantität. Das Einzige, was mich halt ein bisschen abfuckt, ist der Preis, ne? Bin ich ehrlich. Also das wirklich schon teuer, ne? Ich zahl gerne viel Essen, aber wenn ich mir denke, 7 Euro für so ein kleines Stück, ist schon teuer. Da weiß ich nicht, ob man kann das nicht mehr so krass genießen, weißt du, wie ich meine? Deswegen. Also, für einen Döner wäre ich bereit, vielleicht 6 Euro zu bezahlen, aber für einen Döner niemals. Für einen Döner würde ich 5 Euro bezahlen. Der hat ja 7 gekostet. 7? Ja. Okay, du kannst umdrehen. Ich nehme das, du nimmst das, was vorliegt. Ich hab den wieder so outplayed, ne? 1, 2, 3. Ich hab wieder T für teuer, du hast wieder B für billig. Und dann nehme ich mal direkt ein Produkt, was vor mir steht. Nimm du mal deins. Ey, bei der letzten Essens-Challenge hast du auch immer so viel Glück gehabt, ne? Ja, ich weiß, ich bin in dir drin, John, in deinem Kopf. Weil gar nichts bist du. Alter, schaut euch das an, das sieht doch lecker aus. Das sieht wirklich extrem nice aus. Leute, Farben auch, ne? Wie schaut der aus? Jetzt wirklich. Jan sieht einfach nur dahin geklatscht aus, ne? Er sieht trotzdem lecker aus. Preisunterschied, Jan. Deiner war? Guckt, jetzt.
Der hier liegt bei 8,70 Euro auch nicht günstig für einen Döner-Teller, ja, bin ich ehrlich. Aber der hier liegt einfach bei 11 Euro, Jungs. 11 Euro für einen Döner-Teller. Das ist teuer, wie es mit hier teuer ist. Ja, ich habe ein Stück Brot dazu bekommen. Nimmt man mit, ne, aber brauche ich gerade nicht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir probieren mal, jetzt können wir die Soßen erstmal einzeln probieren. Oh, das liebe ich, ne? Wenn man beim Salat diese Ding draufpackt, AB. Das hier, wie nennt man das? Nadisch. Nee, das links. Sumak. Sumakpulver ist das. Leute, jetzt pures Fleisch von dem teuren Döner. Hör, mein Salat ist zum ersten Mal kalt. Geiler, mein Salat ist kalt, AB. Wirklich? Ja. Muss ja doch, ne? Na, der wird sonst immer warm drunter, ne? Das hat auch mein Fleisch kalt. Oh mein Gott, die haben mir meinen Salat voll die geile Soße gepackt. Ja, was denn für eine Soße? Die 11 Euro lohnt sich. Oh mein Gott, keine Ahnung. Aber 11 Euro für so einen Döner-Teller kann man es schon geben. Auch in Läden, da kostet es 6,50 Euro. Oh, kann, boah, Jan, das ist total, ein krasser Unterschied. Hier ist total viel Fleisch drauf. Ja. Ich habe über die 11 Euro gemeckert, ne? Aber Leute, wenn ihr das Fleisch seht, ne? Da ist viel mehr Fleisch als bei dir drauf. Viel mehr Fleisch. Ja, ja, da vor allem das. Bei mir, meine Pommes schmecken auch nicht so lecker. Meine gut. Ich sag mal so, der schmeckt ja, aber es ist trotzdem noch teurer als manche normalen Läden, wo die teilweise besser schmecken. Weißt du, was ich meine? Mich interessiert gerade, ob die bei sich in der Stadt Cocktailsoße haben oder nur Kräutersoße. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich würde es gerne wissen. Aber Leute, Haben die überhaupt einen Unterschied? Hey, warte mal, was für Cocktail? Kennen manche Cocktailsoße nicht? Es gibt eine voll viel gar keine Cocktailsoße, die nur Kräutersoße, ja. In Berlin, glaube ich, ne? Boah, Leute, das Fleisch ist eine 1A. Das Fleisch, boah. Jetzt ein Peperoni dazu. Und der Salat geht auf jeden Fall fit. Mir persönlich hat jetzt, ich habe halt nur ein teures bekommen und da fand ich das teure halt nicht mal gut, weil die das ein bisschen komisch gestaltet haben. Soll ich mal sagen, wie ich das machen würde? Der sieht extrem lecker aus, ne? Bei so Sachen, die eh verpackt sind, in Dürüm oder Döner so, wisst ihr, was eh außenrum verpackt ist, macht das kaum Unterschied, finde ich. Ja. Aber wenn ihr sowas auf dem Teller isst, greift ein bisschen tiefer in die Tasche, vertraut mir, es schmeckt brutal lecker. Pures Fleisch, nicht dieses andere Fleisch so. Aber es schmeckt auch dieses andere Fleisch, ne? Dieses, wie heißt das? Sehen. Das ist kein Sehnetuchfleisch, ist wirklich billig Fleisch. Weißt du, was es ist? Ja. Dieses Fleisch von Knochen. Tom, sei leise, dann schwör das dann so in Mixer geworfen, damit da wird das so zermixt. So Leute, das war's schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wie ihr schreibt, die Kommentare, ist doch die Sachen auf. Die Sachen werden aufgegessen, ne? Wir sind genug Leute, ja, glaubt mir. Wir sind 8 Leute, Kapane, ich weiß so aber. So viele nicht, aber wir sind genug. Ja, wir essen das schon, also wir essen das wirklich immer auf, auch in XXL-Videos, ihr wisst Bescheid. Creator-Code JanWick in den Item-Shop. Willst du noch was sagen, JanWick? Abonniert mich, JanPatron, und wir hauen rein. Mit einem Stück Fleisch. Say Mashallah. Mashallah, ciao. Mashallah.